Servus YouTube, hier ist wieder der Admiral und willkommen zum weiteren Video. Heute kommt ein weiteres Spekulationsvideo zum DLC In the Name of the Tsar, was ja bald für Battlefield 1 erscheinen wird. In diesem zweiten DLC zu BF1 wird es um die Russen gehen, so viel ist schon bekannt. Und von daher werde ich mich in diesen Folgen einfach damit beschäftigen, welche neuen Maps, Panzer, Waffen und so weiter in dieses DLC Einzug halten können. Über die Waffen haben wir in der letzten Folge schon gesprochen, falls ihr die noch nicht angeschaut habt, habe ich die euch hier nochmal verlinkt, schaut die auf jeden Fall nochmal an, da waren nämlich sehr interessante neue Waffen dabei, die es auf jeden Fall ins DLC schaffen könnten. Gut, heute kommen wir allerdings zu den Panzerfahrzeugen, das heißt, ich habe dieses Video mal in drei Segmente aufgeteilt. Zuerst werden wir uns so ein bisschen um die Armored Cars, also um die Panzerwagen kümmern, eben diese Transportfahrzeuge, wie wir sie beispielsweise von Wüste Sinai oder Amiens kennen. Dann in der zweiten Kategorie geht es um die Panzer, und zwar habe ich hier einen leichten und einen schweren Panzer rausgesucht. Und in der dritten Kategorie geht es dann um das Behemoth, denn in diesem DLC wird wahrscheinlich wieder ein neues hinzukommen. Gut, dann kommen wir gleich zur ersten Kategorie, und zwar zu den Armored Cars, beziehungsweise auf Deutsch zu den Panzerfahrzeugen. Und zwar habe ich mir als allererstes das sogenannte Putilov Garford Armored Fighting Vehicle rausgesucht. Wie die meisten anderen Panzerfahrzeuge aus dieser Ära ist auch dieses auf einem Autochassis basierend, das heißt, man hat einfach nur ein Auto genommen, hat davon eben das Chassis, also das Fahrwerk genommen und hat da eine gepanzerte Struktur draufgesetzt. Diese Panzerung, die schützt dann gegen Kugeln und beispielsweise auch gegen herumfliegende Teile, beispielsweise nach einem Artillerieschlag, allerdings natürlich nicht gegenüber direkten Treffern mit Artillerie oder anderen explosiven Geschossen. Die Entwicklung dieses Fahrzeuges begann schon 1914, die ersten Exemplare waren dann schon 1916 eben einsatzbereit. Bis zum Ende des Krieges wurden davon ungefähr 50 Stück gebaut, wovon ungefähr ein halbes Dutzend, das heißt 6 bis 7 Fahrzeuge, auch in die deutschen Hände gefallen sind, das heißt auch von den Deutschen wurde dieses Fahrzeug sehr intensiv benutzt. Das Fahrzeug war nach hinten mit einer 76mm Kanone ausgestattet. Ja, ich habe mich nicht versprochen, es sind wirklich 76mm. Das ist unfassbar riesig für so ein kleines Fahrzeug. Denn wenn man beispielsweise mal den FT-17 nimmt, der ja schon ein relativ großes Geschütz hat, und diese beiden Kanonen miteinander vergleicht, dann ist diese Kanone vom Putilov Garford doppelt so groß wie die des FT-17s. Zudem besaß dieses Gefährt dann noch 3 Maxim-MGs, wie sie beispielsweise auch der A7V hat, und zwar je 1 nach hinten, rechts und nach links. In echt hatte das Fahrzeug Platz für 5 Mann, und das könnte auch in Battlefield 1 gut der Fall sein, denn es wird auf jeden Fall einen Fahrer geben, 3 Schützen, die an den jeweiligen MGs sitzen, und dann wahrscheinlich noch einen Schützen, der eben hinten an der großen Kanonade sitzt. Dieses Fahrzeug wäre definitiv mal etwas Neues, da es eben ein Transportfahrzeug mit einem riesigen Geschütz und nicht nur mit MGs wäre, auch wenn dieses nach hinten gerichtet ist, was im ersten Augenblick etwas komisch wirken mag. Der Fahrer kann hier nicht schießen, da eben keine Waffe nach vorne gerichtet ist, von daher wird dieses Fahrzeug wahrscheinlich, wenn dann, ähnlich wie ein M-Track aus Battlefield 3 oder Battlefield 4 funktionieren, dass man eben einen Fahrer hat, der nicht schießen kann, dann allerdings eben einen Schützen, der auf der zweiten Position sitzt, der auf jeden Fall eine sehr große Kanonade hat, mit der er eben sehr viel Schaden anrichten kann. Die Panzerung von diesem Fahrzeug wäre sicherlich nicht allzu gut, vielleicht vergleichbar mit einem Artillerietruck, was hier natürlich so ein wenig Spekulation überlässt, ob das wirklich ein Armored Car wird oder vielleicht sogar ein eigenständiger Panzer. Was hingegen auf jeden Fall ein Armored Car werden würde, ist das sogenannte Austin Putilov Fighting Vehicle. Ja, der Name ist ähnlich, hier wurde einfach nur Austin mit Garford ausgetauscht, was den Grund hat, dass hier nicht ein Garford-Autochassis sozusagen als Basis diente, sondern das Autochassis eines britischen Austin Cars benutzt wurde. Die Entwicklung dieses Fahrzeuges startete 1916, wurde dann allerdings durch die russische Revolution 1917 verlangsamt und ebenso ein wenig ausgebremst, sodass eben nur 33 Stück bis zum Kriegsende dann wirklich produziert wurden. Die Bewaffnung, die war etwas schlechter als beim eben genannten Modell, und zwar hatte dieses Fahrzeug nur 2 Maxim-MGs, die waren allerdings in 360 Grad drehbaren Türmen auf dem Heck des Fahrzeugs montiert, und zwar so diagonal versetzt, das heißt, man hatte einen, der saß etwas weiter links vorne, und einen Geschützturm, der saß etwas weiter hinten rechts. Und dadurch hatte man eben 2 MGs, die unabhängig voneinander schießen konnten, 360 Grad eben das Fahrzeug schützen konnten, was auf jeden Fall auch mal etwas sehr Interessantes für Battlefield 1 wäre, da wir bisher kein Transportfahrzeug haben, wo mehr als ein Spieler schießen kann. Was die Besatzung dieses Fahrzeugs angeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Fahrer auch gleichzeitig den vorderen Geschützturm bedient und dann eben ein zweiter Schütze den hinteren Geschützturm bedient. Das sorgt natürlich dafür, dass man 2 aktive Passagiere hat, die eben feuern können. Allerdings gibt es in Transportfahrzeugen ja auch immer inaktive Passagiere, die sich eben nur transportieren lassen. Deswegen heißt es ja auch Transportfahrzeug. Und ich könnte mir eben gut vorstellen, dass hier 2 bis 4 inaktive Passagiere noch dabei sind, die man eben durch die Gegend kutschieren kann.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar zu den richtigen Panzern. Und zuerst hatte ich ja hier einen leichten Panzer angekündigt, und zwar der sogenannte Westdeckhot. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte wieder in den Kommentaren. Das ist der erste richtige Panzer aus russischer Produktion. Manche behaupten sogar, dass es der erste richtige Tank aller Zeiten war. Dazu aber in einem späteren Video vielleicht mal etwas. Der Name, der bedeutet auf Deutsch ungefähr so viel wie fährt überall hin. Und das ist eben auch schon eine sehr gute Definition für diesen Tank, denn der war dafür ausgerichtet, dass man damit sehr steile Berge hochfahren konnte und eben im Gelände gut vorankam. Die Entwicklung dieses Panzers, die begann schon bei Kriegsausbruch 1914. Das erste Exemplar wurde dann ab Februar 1915 wirklich aktiv hergestellt. Die Entwicklung und der Bau wurden dann allerdings im Dezember 1915 auch schon wieder eingestellt von der russischen Regierung selbst, da dieser Panzer eben nicht als besonders effektiv angesehen wurde. Der Panzer war nur für eine einzige Person ausgelegt, der eben gleichzeitig Fahrer und auch Schütze war, so wie es auch beim FT-17-Tank der Fall ist. Der Panzer fuhr nicht auf zwei Ketten wie die meisten anderen Panzer in der damaligen Zeit, sondern auf einer einzigen großen Kette, die eben mittig unter dem Panzer verlief, ähnlich wie das heutzutage bei Schneemobilen der Fall ist. Er konnte bis zu 17 Miles per Hour schaffen, das sind 28 km/h, was auf jeden Fall für die damaligen Zeiten sehr, sehr schnell ist, und konnte Steigungen bis zu 40 Grad überwinden, was auf jeden Fall auch sehr beträchtlich ist. Da der Panzer nie fertiggestellt wurde, ist auch unbekannt, welches Geschütz auf dem Panzer montiert worden wäre. Wahrscheinlich wäre es aber ein Maxim-MG gewesen, wie man hier auf dieser Skizze sieht. Aus Balancing-Gründen könnte ich mir aber gut vorstellen, dass DICE hier auch ein wenig nachhilft und vielleicht ein etwas besseres Geschütz oben auf den Panzer raufsetzt, um ihn mit dem FT-17 ungefähr gleichziehen zu lassen. Nach dem Krieg wurde übrigens noch eine zweite Variante dieses Panzers gebaut, der sogenannte Westdeckhot 2. Der wurde allerdings auch relativ schnell verworfen, da er eigentlich nicht wirklich anders als der erste Tank war, mit der Ausnahme, dass er für mehr Leute Platz bot und eben 3 MGs statt einem hatte. Und anschließend wurde der Entwickler des Westdeckhots dann sogar noch hingerichtet, und zwar für die Verschwendung öffentlicher Gelder für unnütze Erfindungen. Gut, dann kommen wir jetzt zum zweiten Panzer, und zwar zu einem mittelschweren Panzer, den sogenannten Ribinsk-Tank. Der wurde 1915 bis 1917 in Russland entworfen, allerdings nie wirklich praktisch umgesetzt. Der Panzer basierte auf einem Kettentraktor, so wie das bei vielen Panzern damals gang und gäbe war, und auf diesen Kettentraktor wurde dann einfach ein gepanzerter Käfig aufgepflanzt, was dann eben diesen Panzer ergeben hat. Der Aufbau des Panzers ist grundsätzlich mit dem Aufbau des A7Vs relativ gut vergleichbar, da es eben eine große Box ist, unter der einfach zwei Ketten montiert sind. Die Entwicklung begann 1915, wurde dann 1917 allerdings wegen der russischen Revolution beendet und auch danach nicht weitergeführt. Die Crew des Panzers bestand hierbei aus 4 Mann. Es gab einen Fahrer im Vorderteil des Panzers. Neben ihm war ein Maschinengewehrschütze mit einem Maxim-MG platziert, der eben rechts von dem Fahrer ihm so ein wenig Rückendeckung geben konnte. Und dann waren hinten an der 75mm Kanone am Heck des Panzers 2 Schützen platziert. Der Panzer sollte damals eingesetzt werden, indem man einfach mit Infanteristen eben die gegnerischen Linien durchbricht. Und sobald man dann auf gepanzerte Strukturen oder gepanzerte Fahrzeuge des Gegners trifft, sollte der Panzer eine 180-Grad-Kehre machen und dann eben mit der 75mm Kanone auf diese Strukturen wirken können. Im Battlefield 1 denke ich, dass dieses Konzept ein wenig schwer umzusetzen ist, denn der Gunner und der Fahrer müssen einfach, damit dieser Tank effektiv einsetzbar ist, perfekt zusammenarbeiten. Klar, wenn man ein Squad ist und sich eben per Headset verständigen kann, mag das gut funktionieren mit der 180-Grad-Kehre. Wenn man jetzt allerdings einfach ein zusammengewürfelter Trupp ist und der Gunner und der Fahrer kennen sich nicht und können auch nicht miteinander kommunizieren, dann wird es sehr schwer, als Gunner hier überhaupt effektiv gegen die Gegner wirken zu können, da man eben nur nach hinten schauen kann, wo ja in der Regel nicht so viele Gegner sind. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Segment, und zwar zu dem Behemoth. Und als allererstes habe ich hier einen Tank rausgesucht, der mit dem vorherigen Tank einigermaßen vergleichbar ist, und zwar der sogenannte Mendeleev-Tank. Der sieht dem Ribinsk-Tank, wie ich bereits gesagt habe, sehr ähnlich, stammt komischerweise allerdings nicht vom gleichen Entwickler und scheinbar basiert er auch nicht auf dem, da er eben vorher entwickelt wurde. Das ganze Konzept wurde, wie gesagt, schon Mitte der 1910er Jahre entwickelt, das heißt so um 1915 rum, eine Umsetzung dieser Pläne fand allerdings auch niemals statt. Der Panzer hätte wahrscheinlich eine Besatzung von ungefähr 8 Mann transportieren können, welche hauptsächlich mit dem Bedienen der riesigen 120mm Kanone vorne am Panzer beschäftigt waren. Zum Vergleich, das ist ungefähr so groß wie die Kanone eines AC-130 Gunships. Neben dieser 120mm Kanone vorne am Panzer gab es allerdings keine weiteren MGs oder Kanonen nach hinten oder zur Seite. Der Panzer war von einer dicken Panzerung umgeben, die auf jeden Fall nur sehr schwer von gegnerischen Geschossen durchbrochen werden konnte, und im Falle eines Angriffs hatte dieser Panzer sogar noch eine Spezialfähigkeit, und zwar konnte er seine Panzerung herunterlassen, sodass selbst das empfindliche Fahrwerk vollkommen abgeschirmt war, das heißt, dann stand da einfach nur so eine quadratische Box in der Landschaft, die eben mit einem 120mm Geschütz ordentlich die Gegner aufwirbeln konnte.
Eine Umsetzung in Battlefield 1 wäre hier in zweierlei Form möglich und zwar als allererstes natürlich als Behemoth, deswegen habe ich sie auch in dieser Kategorie eingeordnet, denn der Panzer ist einfach deutlich größer als alles, was wir bereits in Battlefield 1 haben. So an normalen Tanks, beispielsweise der A7V oder der Mark V, sind dagegen wirklich winzig. Das Problem ist allerdings, dass dieser Panzer neben dem 120mm Geschütz nur noch ein Rundumgeschütz oben auf dem Panzer hat, was sozusagen nur zwei Spielern ein aktives Eingreifen in das Geschehen erlaubt, was für ein Behemoth eben ein wenig zu wenig ist. Entweder macht man es also so, dass man hier ein wenig vom historischen Hintergrund abweicht und diesen Panzer ein wenig aufrüstet, sodass mehrere Spieler eben effektiv mit diesem Panzer sein können, oder es ist doch so, dass dieser Koloss einfach nur ein ganz normaler Panzer wird, der dann einfach ein wenig riesiger ist als beispielsweise der A7V. Ein anderes Fahrzeug ist hingegen nur als Behemoth denkbar, und zwar der sogenannte Zar-Tank. Von dem habt ihr sicherlich auch schon gehört, der ist hier schon die ganze Zeit auf YouTube so ein wenig am Rumkursieren, einfach weil er eben so gigantisch und so extrem merkwürdig aussieht. Dieser Panzer, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist wohl eine der verrücktesten und merkwürdigsten Konstruktionen aus den Weltkriegen. Die Pläne rund um diesen Panzer wurden Mitte der 1910er Jahre entwickelt und dem Zar höchstpersönlich vorgelegt. Dieser war vom Design und auch von den Fähigkeiten des Panzers so angetan, dass er sofort den Bau eines Prototypen veranlasst hat. Dieser war dann auch nach einiger Bauzeit fertig und bestand dabei aus zwei ungefähr 9 Meter hohen Antriebsrädern vorne, welche durch ein Gestell mit einem einzigen kleinen Hinterrad verbunden war. Zwischen dem Hinterrad und dem Vorderrad war dann eben auf diesem Gestell eine Geschützplattform montiert, welche mit einigen Kanonen und MGs bestückt worden wäre. Da das allerdings nie der Fall war, ist hier genaueres unbekannt, welche Kanonen oder MGs verwendet worden wären. Mit dem Panzer wären, wenn er dann wirklich funktioniert hätte, riesige Hindernisse, aber auch Schützengräben sehr leicht zu bewältigen gewesen, da die Räder eben mit einem Durchmesser von fast 9 Metern alles einfach überrollen bzw. plattrollen können. Tatsächlich war der Panzer allerdings eine Fehlkonstruktion, denn schon bei den ersten Tests hat sich ergeben, dass das ganze Design einfach nicht ausbalanciert genug ist, um überhaupt zu funktionieren, da die Hinterräder durch das ganze Gewicht des Tanks in den Boden hineingedrückt wurden und dort dann anschließend nicht wieder herauskamen. Zudem sieht man dem Tanker auch schon an, dass er nicht unbedingt eine sehr stabile Konstruktion ist. Er sieht schon so ein bisschen so aus, als würde er jeden Augenblick auseinanderfallen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass hier ein Artillerieschlag auf diesen Panzer hineingerufen wird, was für verheerende Folgen das auf diesem Panzer haben könnte. In Battlefield 1 nehmen wir es mit der historischen Genauigkeit ja aber nicht so ernst. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier das nächste Behemoth aus dem DLC wird. Denn allein schon der Anblick von diesem riesigen Koloss, wie er auf dich zugerollt kommt, wäre auf jeden Fall sehr imposant. Der Panzer könnte dann ähnlich wie der neue Char 2C Panzer aus They Shall Not Pass eingesetzt werden und könnte dann gegnerische Stellungen einfach überwinden bzw. überrollen und die Gegner eben aus mehreren Metern Höhe unter Beschuss nehmen, weswegen man natürlich auch eine deutlich bessere Reichweite hat und die Gegner ähnlich wie beispielsweise aus einem Helikopter ganz einfach wegpflücken kann. Zudem könnte ich mir vorstellen, dass auch neben diesem Behemoth ein altes zurückkehren könnte, denn wie wir schon auf dem Artwork gesehen haben und auch in dem Beschreibungstext schon zu lesen waren, wird es auf diesen Maps wieder Eisenbahnschienen geben, was natürlich darauf hindeutet, dass der Panzerzug hier wieder Einzug finden könnte. Man könnte sich gut vorstellen, dass hier vielleicht einfach der alte Panzerzug wieder eingesetzt wird, denn dieser war eine Weiterentwicklung eines russischen Panzerzuges, was natürlich gut zum DLC passen würde. Man könnte sich aber auch gut vorstellen, dass ein neuer Panzerzug in dieses DLC Einzug halten wird. Falls euch dazu weitere Informationen interessieren, kann ich euch nur das aktuelle Video von Tactical Viper empfehlen. Der hat dazu nämlich auch ein kleines Spekulationsvideo gemacht, wo er zum einen über diesen Panzerzug redet, zum anderen redet aber beispielsweise auch über einen neuen Bomber, der auf jeden Fall alle anderen Flugzeuge, die es momentan in Battlefield 1 gibt, in den Schatten stellt. Gut, das war's auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie immer könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, was ihr von meinen Vorschlägen haltet. Beziehungsweise ihr könnt natürlich auch gerne neue Vorschläge einbringen. Dann kann ich auch gerne darauf ein bisschen eingehen und sagen, was ich davon denke. Aber bitte wie immer konstruktiv und höflich. Das heißt, fangt da nicht an rumzupöbeln. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, dann schreibt das bitte nett und höflich und fangt nicht an, irgendwie wüst herumzubeleiden. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns in 2-3 Tagen bei einem neuen Video wiedersehen. Ciao.